Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead Space 2 hier auf Munzum LP. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe nochmal den Anzug gewechselt. Statt den geschmiedeten Anzug habe ich mir mal den Gefahrenanzug genommen, weil der optisch auch so ein Mechanikeranzug ist, aber ich finde, der sieht einfach nur nice aus. Blinking Dirt hier auf das Bein geschrieben. Passt zu mir. Oh, nice. Und direkt Vakuum. Na super. Aber keine Gegner. Oh, aber ich weiß, was jetzt kommt. Mach mal zu. Also, das wird ja jetzt super. Da müssen wir hin. Aha. Das kriegen wir hin. Straße bitte. Au, du bist ein bisschen zu. Dankeschön. Und bleib tot. Dana, ich bin jetzt außerhalb des Krankenhauses. Die Bahnstation ist gleich hinter den Apartmentblöcken. Warten Sie. Ich will noch mehr antworten. Wie lange bin ich schon hier? 3 Jahre. Tideman fand sie in der Nähe von Elbe-7 durch das All treibend und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Warum kann ich mich nicht erinnern? Der Marker, den sie fanden, hat ein sich selbst replizierendes Signal in ihr Gehirn gepflanzt. Je länger sie wach sind, desto stärker wird es, bis es sie umbringt. Tideman gab ihnen Erinnerungshämmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie sagten, sie könnten das beheben. Nur wenn sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen Sie sich! Ja, alles gut. Ja, natürlich keine so schönen Neuigkeiten. Oh ja, hier bin ich jetzt. Nein, warte, das ist doch nicht das, was ich... dachte, was es ist. Ja, okay. Oh, ihr habt durch den Lüftungsschacht. Jetzt bin ich der Nekromorph. Oh, das ist so unangenehm. Eigentlich hätten sie hier noch mehr Schockmomente einbauen müssen. Bei diesen ganzen Lüftungsschachtdingern. Jetzt können wir uns die Sachen kaufen. Hier die ganze Munition und so haben wir dafür jetzt freigeschaltet. Ich denke mal... Eigentlich müsste man die auch erst später freischalten oder kamen die direkt mit den Waffen? Ich meine, weil bei Dead Space 1 hat die Munition ja auch einzelne eigene Schemata gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, wegen dem ganzen... Die beiden sind jetzt auch freigeschaltet, die normalen. Nice. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das ist, wegen dem... Wegen den ganzen Sachen, die ich hier durchs Freischalten jetzt noch bekommen habe und so. Erstmal werten wir was auf. Das ist erstmal das Wichtigste. Ah, Schaden mit Kinese, genau. Sauerstoff und Leben ist beides gut. Aber ansonsten würde ich natürlich auf den Plasma-Cutter gehen hier. Schaden und Kapazität. Oh ja, stimmt, die haben hier Specials gehabt. Setzt das Ziel nach einem Treffer in Brand. Was hast du?
Erhöht den Streuschadenradius der Minen. Nice. Oh, der hat nichts. Aha. Erweitert dein Sekundärfeuer um Explosionseffekt. Oh ja. Oh, das Harpunengewehr ist super geil. Dem hatte ich jetzt nicht gerade gerechnet. Ich weiß nicht, ob das Impulsgewehr hier nötig war, aber ich glaube... Ich glaube nicht. Ich glaube, das war was anderes. Nice. Direkt Harpunen bekommen. Und das nehmen wir uns direkt mit. Textlog. Titanstation, vierteljährlicher Wirtschaftsbericht. Einstufung nur für Bevollmächtigte. Nicht weiterleiten. Aufgrund des anhaltenden Einbruchs in der im Planetenausschlachtungsbetrieb und der einhergehenden Kündigungswelle ist die Arbeitslosenquote auf Titan Station auf 9,5% gestiegen. Die Auswirkungen des Ishimura-Vorfalls beeinträchtigen auch weiter alle Planetenausschlachtungsaktivitäten, da immer mehr Dienstleiter den Betrieb einstellen und so weniger Kapazitäten für die Planetenausschlachtung vorhanden sind. Titan Station kann allerdings weiterhin einen kleinen Gewinn verzeichnen, der allein von EarthGovs wissenschaftlichen Forschungs- und Arbeitseinrichtungen rührt. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens im Regierungssektor blieben der Organisation für menschliche Bedürfnisse und Dienstleistungen größere Einbußen, die nach dem Einbruch im Planetenausschlachtungsbetrieb zu befürchten waren, erspart. Abbau Schiffsdocks, Schiffwartungsbetriebe, Abbau Zubehörhersteller und Händler verzeichnen noch immer große Verluste. Die CEC hat indes in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Regierung eine neue, bescheidene Einsatzmöglichkeit für ihre Anlage gefunden. Okay. Was für ein Schema habe ich da gefunden gerade? Irgendein Schema habe ich gefunden. Energieknoten! Perfekt. Ja, ja, Plünderer werden erschossen. Meinetwegen. Direkt mal abgeben. Detonatorminen brauchen wir jetzt erstmal nicht so viele. Ihr wisst ja, wie ich bin. Zu einem Energieknoten kann ich nicht Nein sagen. Plasma-Cutter kann da auch nicht Nein sagen. Auch wenn es nichts gerade hilft, der eine. Oh. Denen geht's allen nicht so gut. Noch einen Energieknoten bekommen. Okay, fahren wir mal lieber mit dem Aufzug. Auf geht's nach oben. Ah!
Oh, Dead Space 2 war so eine gute Fortsetzung zum ersten Teil. Wirklich gelungen. Wirklich großartig. Auch grafisch und vom Gameplay und der Story her hat perfekt gepasst. Der dritte Teil war nur ein unterhaltsamer Koop-Shooter. Na, wobei von der Story her natürlich auch nicht schlecht gewesen, die ganze Sache zu Ende zu bringen. Ich hoffe aber wirklich auf einen neuen Teil. Isaac, hier drüben! Wer sind Sie? Das sind die Drogen, Isaac. Sie gaben uns Drogen, damit wir vergessen. Aber alles gut. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Warum funken Sie mich an? Isaac, passen Sie auf! Nein! Ich wollte deinen Loot haben! Verdammt. Strauss, wo bist du hin? Ach komm. Vergiss es. Uiuiui. Das kann einem echt schon ganz schön leid tun. Wie die armen Leute hier leiden. Wir müssen hier weg, sofort! Nein! Das ist die Mutter. Ah ja. Die Mutter hat sich verwandelt. Das ist alles furchtbar, was hier passiert. Alles ganz furchtbar. Aber echt cool gemacht, alles. Das ist ja auch so eine Sache. Sowohl in Dead Space 1 als auch in Dead Space 3 sieht man sowas ja gar nicht so richtig. In Dead Space 3, wenn der Danik da die Marker aktiviert, dann wacht man ja erst auf, nachdem alles schon vorbei ist. Aber hier sieht man noch, wie gerade alles zerfällt. Alles gut. Da habe ich mehr Munition verballert, als ich beabsichtigt hatte. Aber es hält sich noch in Grenzen. Wir nehmen mal die Harpune. Die Harpune wird regeln. Die Harpune kann man sich immer verlassen. Titan Teil 1, Serie, die Geschichte der Raumfahrt, Titan Station, die Eroberung eines Mondes, Teil 1 von 2. Die Planetenausschlachtung wurde in den Dekaden nach der Entdeckung der allgemeinen Feldtheorie möglich, die es uns erlaubte,
das Gravitron in der gleichen ungewohnten Weise wie das Elektron zu nutzen. Mit der Einführung von umfangreichen Anwendungen zur Gravitron-Steuerung wurde den Abbaukonsortien schnell klar, dass sie ein neues Werkzeug an der Hand hatten. Shockpoint-Antriebe steckten noch in den Kinderschuhen, somit stand ein extrasolarischer Abbaubetrieb nicht zur Debatte und die Gefahren der Planetenausschlachtung waren noch unbekannt. Der Saturnmond Titan wurde als Standort der ersten Mondernte, wie es damals hieß, auserkoren. Saturn war gerade so weit von der Erde entfernt, wie die Konsortien gehen wollten, um noch vernünftig und zeitnah mit Materialien und Arbeitskräften versorgt werden zu können. Aha. Schön. Überall sind Necromorphs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Sie haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie und Kite-Man will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn, dann bringe ich Sie zur Bahnstation Christine Power. Dana? Verdammt. Oh ja. Oh. Atominen. So eine Scheiße. Oh, dich habe ich gesehen. Oh, warte. Hier brauche ich den, oder? Nein, hier brauche ich den. Egal, Energiekanone haben wir eh nicht. TST. TST my ass. Oh ja. Jetzt kommen sie. Na, wer erinnert sich noch an die Kameraden? Was ist das? Oh, da war ich zu nah dran. Transitstation Galilei. Oh ja. Ich erinnere mich. Das war eine ziemlich coole Sequenz, fand ich damals. Sämtliche Verkehr zu und vom Regierungs-
Oh. Wie, als ob ich dich nicht getroffen habe. Daneben so. Was war das denn bitte? Wie ist denn bitte die Harpune da an dem abgeprallt? Irgendwo da oben hingeflogen. Also das war ja wohl frech. Wann kommt denn der nächste Shop? Mein Inventar ist voll. Ich mag es nicht, wenn mein Inventar voll ist. Da kann ich so Sachen nämlich nicht mitnehmen. So Sachen auch nicht. Warte, kannst du schweben? Mist. Ich habe mal Sachen hier drinnen schweben lassen. Vielleicht, wenn der Zug fährt, dann schweben Sachen. So. Ist wieder einsatzbereit. Wieso schwebst du nicht? Harpune regelt. Die ganze Sache mit dem Zug fand ich auch ziemlich geil immer. Das war eine ziemlich actionreiche, aber auch geile Sequenz. Mann, ey, ich muss so viel... Hier. Du bleibst jetzt weiter... Oh Gott! Ich habe gesagt entfernen. Ach warte, ich hatte ihn nicht entfernt, richtig? So, jetzt habe ich den entfernt. Und jetzt da, Blaster-Munition. So. Kleine Medipacks, wirklich... Okay. Ich lasse es mal mit dem Schießen. Ich spare die Munition lieber. So. Hier wird es jetzt nämlich nötig zu schießen. Das war auch ziemlich krass als Sequenz. Ziemlich heftig vor allem. Hui.
Ach, einfach geil. Die Dead Space-Reihe kann einfach alles. Na gut, Impulsgewehrschema brauche ich ja jetzt eigentlich nicht, weil ich ja schon eins habe. Fällt mich aber schon, dass ich schon wieder nicht alles mitnehmen kann. Allein die Schränke hier. Aber ich glaube, hier oben müsste noch ein Shop kommen, wenn ich mich da richtig erinnere. Muss mal kurz nachschauen. Oh nee, hier kommt kein Shop. Fuck, ey. Credits kommen, Credits drinne. Ach, Mann. Aber ich kann das hier einsetzen. Jetzt baue ich das Impulsgewehr. Dafür brauchte ich das Impulsgewehr noch nicht. Das war eine Kurzschlussreaktion. Na hoppala. So war das nicht geplant. Hier baue ich das Impulsgewehr. Wir haben einen Shop gefunden. Ja, ich denke so. Direkt noch mehr Energieknoten. Genauso muss es sein. Wir brauchen jede Menge Energieknoten. Jede Menge von allem anderen, was wir finden können. Wir nehmen alles mit. Ja, okay. Ich war vielleicht nur Einbildung. Ne, ich beende noch nicht die Folge. Es sind zwar nur noch ein paar Sekunden, aber egal. Ein bisschen was machen wir noch. Ha! On the fly erwischt. Textlog. Ach, Titan Teil 2. Serie Die Geschichte der Raumfahrt. Titan Station, die Eroberung eines Mondes Teil 2 von 2.
Es wurde eine große Kolonie auf Titan errichtet, um jedes seismische Detail des Mondes zu studieren und ihn auf seine Ausschlachtung vorzubereiten. Im Verlauf der Operation wurden die orbitalen Plattformen, die die Arbeit unterstützten, zu Prototypen für die Abbauschiffe, die bald folgen sollten. Titan wurde erfolgreich und nur mit etwas planlicher Verspätung ausgeschlachtet. Für die damals überhöhte Bevölkerung der Erde war dies ein immenser Lichtblick, da sie aufgrund des Rohstoffmangels ihrer bevorstehenden Ausrottung ins Auge zu sehen glaubte. Titans Aberntung wurde beendet, kurz bevor der Mond komplett abgebaut war. Und zurück blieb nur das kleine Fragment, auf dem die ursprüngliche Kolonie gegründet worden war. Von hier aus wuchs die Station sprunghaft, während die neue Ära der Planetenausschlachtung eingeläutet wurde. Sie diente in der Folge als wichtiger Forschungsposten und nach der Einführung der Shockpoint-Antriebe auch als Wegstation für alle weiteren Abbaumissionen. Heute wird sie liebevoll Sprawl genannt, da sie sich in ihrer aktiven Zeit stetig ausgebreitet hat. Schön. Was ist denn das hier? Aha. Was haben wir hier? Levitations. Sie levitated da aber nicht so wirklich. Oh Gott. Perfect Sleep. Das klingt schon geil. Würde ich gerne mal ausprobieren. Find your peace. Ask us how. Oh, Unitology. Oh Gott. Oh Gott. Discover your potential. Frag uns wie. Natürlich. Altmans Fußstapfen, eine Publikation für die Anhänger von Michael Altman. Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven, unumwundenen Earthgov-Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche, Feuerschutzrestriktionen bei der Größe von Erweckungsfeiern, Literatur darf nicht mehr ohne Genehmigung ausgegeben werden. Das sind doch nur fadenscheinig verschleierte Versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Unsere Wahrheit. Aber sie werden keinen Erfolg haben. Der blasphemische, kurzsichtige, rücksichtslose, destruktive und hoffnungslose Pfad, auf den Earthgov uns treiben will, ist eine Sackgasse, auf die nur Unitology eine Antwort kennt. Altman hat es vorhergesehen und wir sind gesegnet, es ausführen zu dürfen. Seid bereit, meine Brüder und Schwestern. Die Konvergenz ist nah. Aha. Ja. Auf jeden Fall. Gut, und damit würde ich sagen, beende ich hier jetzt erstmal die Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Dead Space 2 hier auf Mutsum LP. Bis dann.